Wir alle möchten unseren Patienten auf der Intensivstation die bestmögliche Pflege zukommen lassen. Um dies zu erreichen, ist eine gute Befeuchtung der Patienten unverzichtbar. Traditionelle aktive Anfeuchter können unter Umständen Probleme hinsichtlich der richtigen Menge an Feuchtigkeit bei richtiger Temperatur verursachen. Beheizte Beatmungssysteme können aufgrund der verwendeten Heizleitungen, Wasserfallen, Temperatursonden und sich bildender Kondensation problembehaftet sein. Würden Sie ein sichereres und einfacheres Handling nicht auch bevorzugen? Der MediSize HME Booster geht einen neuen Weg aktiver Befeuchtung. Sie als Anwender haben alle Vorteile einer aktiven Befeuchtung zur Verbesserung der Atemgasklimatisierung Ihrer Patienten bei gleichzeitiger sicherer Anwendung durch den Einsatz eines HME-Filters. Der HME Booster ist eine Mischung aktiver Anfeuchtung aus einmal- und wiederverwertbaren Elementen. Er ist effektiv wie eine aktive Befeuchtung und durch den Einsatz eines HME-Filters bietet er zusätzliche Sicherheit. Die Befeuchtung mit dem HME-Booster findet zwischen Patient und Filter statt. Deshalb bleibt Ihr Schlauchsystem frei von Kondensatbildung. Schauen wir uns doch einmal die Schritte an, die notwendig sind, um Ihren Patienten eine gute und sichere aktive Befeuchtung mit dem HME-Booster verabreichen zu können. Wenn der Patient für die postoperative Behandlung aus dem OP kommt, wird nun der HME-Booster dort angeschlossen, wo vorher nur ein Filter oder HME eingesetzt wurde. Die Anwendung des HME-Boosters ist einfach und unterbricht die Beatmung des Patienten nur für einige Sekunden. Schließen Sie den Durchflussbegrenzer an eine Infusionsleitung und an eine Flasche oder einen Beutel mit Sterilwasser an. Der Wasserverbrauch beträgt ca. 3 ml pro Stunde, sodass bereits ein kleiner Beutel ausreicht, um die aktive Befeuchtung für mehrere Tage sicherzustellen. Schließen Sie das Booster-Heizelement an die Steckdose an und verbinden Sie den Temperaturregler mit dem vorgesehenen T-Stück. An dieser Stelle öffnen Sie bitte die Klemme des Zuführschlauchs, sodass Sterilwasser in den Durchflussbegrenzer fließt. Der Durchflussbegrenzer regelt automatisch den sicheren und genauen Wasserfluss in den HME-Booster. Die Klemme kann während der gesamten Behandlungszeit geöffnet bleiben. Der Temperaturregler erhitzt nun das Wasser. Aufgrund der Gore-Tex-Membran gelangt nur Wasserdampf in das System. Der Wasserdampf liefert nun in Kombination mit der Wirkweise von Hitze- und Feuchtigkeitsaustausch die exzellente und sichere Anfeuchtung für Ihren Patienten. Der HME-Booster reguliert sich komplett selbst. Sie müssen keine Einstellungen oder Änderungen vornehmen. Würden Sie sich nicht wünschen, dass alles so einfach und sicher wäre wie die Anwendung des HME-Boosters?